Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Two Point Hospital hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und ich habe die Stelle gefunden, wo ich mein Unternehmen umbenennen kann und deswegen nenne ich das jetzt Steel Games Medical Center. So, das haben wir schon zumindest schon mal geschafft. Wir sind immer noch hier dabei, unseren zweiten und dritten Stern zu erarbeiten. Und dazu müssen wir natürlich noch ein wenig das Krankenhaus ausbauen. Und sie ist ein bisschen exhausted hier. Doch, aber die kann sich da hinten erholen. Darf sie da gerade nicht hin? Warte mal, dann müssen wir stellen einfach mal noch eine Schwester ein, damit wir dann dort helfen können. Hier einstellen, dahin. Und dann kann die nämlich sich erholen und die kann hier arbeiten. Hallo? Du sollst hier arbeiten. Egal, kann ich hier irgendwo, konnte ich doch sagen, ne? Oh! Gesundheitspreis des Two Point Counties gibt es. Ja, okay. Gucken wir doch mal, was wir denn kriegen. Mach mal auf. Öffnen. Ja, sehr schön. Arzt des Jahres ist Dr. Stella Hell. Ja, wunderbar. Na? Und was haben wir da? Krankenpfleger des Jahres ist Julia Holtz. Auch von Steel Games Medical Center. Und Hausmeister des Jahres ist. Ah, jemand anders. Na gut, okay. So, was kriegen wir jetzt? Assistent des Jahres, würde ich sagen. Jumbo Mega Corporation. Ja gut, haben die halt einen besseren Assistenten. Ja, das kriegen wir schon noch hin. So, dann öffnen wir das nächste hier. Was haben wir hier Schönes? Arbeitgeber des Jahres sind wir. Sehr schön. Das bringt natürlich auch nochmal richtig ordentlich Punkte. So, dann öffnen wir den nächsten. So. Oh. Keine Todeszelle? Na gut, nee, doch, stimmt, wir hatten einen. So, was haben wir jetzt? Krankenhaus mit dem höchsten Prestige? Ich glaube, das brauchen wir nicht dabei. Manche Medical, ja. Und was haben wir hier? Holistics. Alles klar, gut. Ja, haben wir Auszeichnung gekriegt. Schön, immerhin drei Stück. Dafür, dass wir neu sind, ist das gut. So, was ist jetzt los? Da stirbt Bär. Ist der Berg. Stirbt. Behandlung fehlgeschlagen. Erfolgschancen waren 77%. Oh je. Also. Wir brauchen auf jeden Fall einen Hausmeister, der Geisterjäger kann. Haben wir aber gar nicht dabei. Schade aber auch. Gut. Assistenten haben wir einen eingestellt. Krankenpflege haben wir auch einen. Arzt brauchen wir erstmal auch nicht. Ich würde mal sagen, wir werden uns auf jeden Fall nochmal, haben wir schon zwei davon, nochmal müssen zwei, aber die erweitert haben wir noch nicht zweimal, ne? Da werden wir uns auf jeden Fall hier hinten nochmal, hier werden wir uns eine Station reinbauen. Da haben wir auch eine Station rein, ne? Schön groß, ja. Zimmer, ich hätte gerne mal noch eine Station. Das sieht aus wie gemacht dafür hier. Türchen rein. Kann ich da nicht noch einen von reinstellen? Bessere Station, guck mal, da kann ich nämlich zwei reinmachen. So, dann machen wir eine Umkleide rein hier. Ja, die kann von mir aus da stehen. Und dann machen wir Betten. Habe ich noch ein Bett? Bett. Ich da noch eins reingehe. So, dann haben wir doch da sechs Betten drin stehen. So, dann machen wir natürlich dort noch ein Mülleimerchen rein. Hier, das ist die Tür. Der kommt denn dahin? Der Feuerlöscher, der kommt erstmal einer. Hallo? Dahin. Kommt jetzt auch einer dahin. Und ein Pflänzchen kommt hier neben den Tisch. Ah, passt da nicht hin, denn da vor dem Tisch. Da an den Tisch. Und hier mit ich nochmal eine rein. So. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir nochmal einen Haken dran. Dann haben wir nämlich hier noch eine neue Station komplett. Das sieht aus, als wenn das genau da reingehört. So. Ich würde auch sagen, wir machen vielleicht noch hier so einen Entleuchter. Das ist ja an sich ganz geckig hier. Also die Maschine finde ich echt lustig. Da bauen wir mal noch einen hin von. Und eine allgemeine Diagnose. Die kriege ich aber hier jetzt. Oh, die kriege ich hier sogar noch. Wunderbar dazwischen. Stay hydrated.
So, dann so einen hin, dann hier so einen da rein, dann machen wir noch ein Aktenschränkchen rein. So. So. Gut, den Abfalleimer natürlich noch. Die Pflanze, die obligatorische, damit es schön aussieht. Und was brauchen wir noch? Ein Feuerlöscher. So, die Pflanze, die steht da ungünstig, sagt er mir. So. Gut. Dann Haken dran. Haben wir das auch noch. Süchen. Dann brauchen wir natürlich noch, da haben wir schon eine Bank drin. Wir werden aber immer noch ein paar machen. Objekte. Bank. Ja. Nee, da eigentlich auch nicht ran. Männchen, hier kann ich keine rein. Da kann ich noch eine hinmachen. Okay. Da sind auch Türen, geht sich auch keine aus. Hier geht sich eine Banke aus. Na, da weiß ich es nicht. Keine Ahnung, wenn ich da was davor baue. So, wir haben Profitverlust, Profit von 14.000 gemacht. Nö, das war nicht mehr schlecht. Verdiene 200.000, heile 25 Patienten. Gut. Dann haben wir noch eine quasi erweiterte. Dann brauchen wir natürlich eigentlich irgendwie einen Doktor noch, ne? Müssen wir natürlich noch einen Arzt einstellen hier. Guck mal, die sieht doch ganz gut aus. Gehen wir da rein erstmal. Vorerst. So. Dann wollte ich noch so ein Entleuchtungszimmer bauen. Auch wenn das teuer ist. So eine Entleuchtungsklinik. Aber man kann ja nie wissen, wie viele Leute da kommen. Und. Oh, gar nicht mal so klein. So. Und dann machen wir hier. Ach, das kann man auch bloß um 45 Grad drehen. Das ist mir auch neu. Schön. Feuerlöscher. Pflänzchen. Abfalleimer. So, Haken dran. Haben wir da noch so eine Klinik reingebaut. So, Krankenhausstufe 6 haben wir schon mal erreicht. Jetzt müssen wir bloß aus Geld verdienen und die 5 Patienten heilen. Das heißt, wir müssten eigentlich ein paar mehr Patienten kriegen. Unser Ruf sieht eigentlich schon gar nicht schlecht aus. Hier unten kann man übrigens die Zeit erhöhen und mit den... Achso, guck mal, was haben wir denn hier? Notfall, Notfallstation. Einige Stationspatienten Hilfe zurückgelassen und möchten Krankenhaus von Bungie Meditech implodiert. Oh, nachdem ein Krankenhaus von Bungie Meditech implodierte. Das ist aber nicht schön. Krankenhaus, was implodiert? Uiuiui. Und hoffen nun auf weitere Behandlung. Sollten sie erfolgreich behandelt werden, winkt ihnen eine Belohnung und sollten den Patienten aufnehmen. Herausforderung, heile 5 Patienten mit Bettgesichtern. Behandlungsraum, Station 2 im Krankenhaus, Zeitbegrenzung 90 Tage, Ruf 10K, also 10 die hier und 10.000, jo. Das machen wir doch klar. So, gut, dann haben wir ja hier, das ist ja wunderbar, da sind auch 2 Schwestern gerade drin. Ich glaube, ich muss sowieso noch eine Schwester einstellen. Ja, wir stellen mal noch eine ein. Oh ne, hier mal. Sam Barton nehmen wir, der ist eigentlich viel gemacht für Stationsdienst. So, der ist nicht behandelt worden. Haben wir nicht rausgekriegt. So, wir brauchen noch einen Assistenten, da stellen wir auch nochmal einen ein. Dann nehmen wir hier einen Assistent des Jahres, zack. Und dann denke ich mir mal, also okay, das ist nämlich auch gut. Wenn mich hier, ach, ich wollte mal gucken nach dem Hausmeister, der vielleicht eventuell Geisterjäger kann. Gibt es keinen, aber wir stellen trotzdem einen ein, weil wir mehr Maschinen haben. Und wir werden jetzt noch, was will man noch machen? Ach so, ich wollte noch eine Apotheke, wollte ich noch machen, ne? Eine kleine Apotheke hier hin, 3x3. So, Tür kommt in die Richtung. Da kommt der Mixer hin. Da kommt der Abfalleimer hin. Der Feuerlöscher kommt hier an die Wand. Das Pflänzchen, das kommt hier hin. Und wo ist der Erleuchtung? Okay. Das ist übrigens, also mit dieser Währung hier kann ich ja die Dinger freischalten. Da weiß ich immer noch nicht, was ich da unbedingt freischalten möchte. Desinfektionsbänder, Hygiene erhöht, Klimaanlage. Kleine Klimaanlage. Ich denke mal, das brauchen wir spätestens, wenn wir dann irgendwann mal Heizkörper brauchen. Trinkbrunnen ist nicht schlecht. Süßigkeitenspender auch. Yucca-Palme, na gut. Ein reiner Schrank, ergänzt verschiedene Kekssorten. Was? Enthält 10 verschiedene Kekssorten sowie etwas Toilettenpapier. Ja, das ist kein schlechter Schrank. Große Anatomie. Jetzt schon wieder einer nicht, hat es einer nicht geschafft. Na gut, passiert. So, dann machen wir da mal einen Haken ran. So. Da ist einer auf jeden Fall gestorben. Das war, glaube ich, einer von den Notfallpatienten. Der ist gesund, der Notfallpatient. Der sieht auch ganz gesund aus, zieht sich auch um. Wir haben also 3 geheilt.
So, zieht sich auch um. 3 von 5 haben wir, einen ist fehlgeschlagen. Wo ist denn der letzte? Ah, der liegt hier noch rum. Gelangweilt und durstig. Okay, also gelangweilt und durstig ist doof. Dann werden wir jetzt immer noch ein paar Getränkeautomaten aufstellen hier einfach. So, da ein Getränkeautomat, ein Snackautomat direkt daneben. Kann man immer mal gebrauchen. So, kann ich denn noch ein... So, nichts anderes, wo man denn... Ja, okay, dann machen wir mal so einen Getränkedosenspender hier, so einen Wasserspender. Trinkbrunnen. Ja, den möchte ich gerne freischalten. So, jetzt kann ich den Trinkbrunnen nämlich hinstellen. Kann man den sogar, den kann man sogar in die Station stellen. Guck dir das mal an, das ist ja geil. So, dann können die nämlich immer da trinken, wo sie gerade sind, wenn sie dann Bock haben, was trinken zu wollen. Dann dürfte dieses Durstig-Problem nicht so häufig auftreten. Was ist jetzt los? Belohnung, geschätzter Krankenhausleiter, 2-Sterne-Krankenhaus. Glückwunsch, Ihr Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium von Two Point mit 2 Sternen bewertet. Sehr schön. Wenn du mit deinem aktuellen Tempo weitermachst, hast du bald alles erreicht, was du mit dem ersten Krankenhaus möglich ist. Ich spüre, wie dein Selbstvertrauen wächst. Pass auf, dass du letztlich nicht noch tiefer stürzt. Okay, und mit wohlriechenden Grüßen finde ich immer noch gut. Franklin Foxbright, Gesundheitsminister. Ja, sehr schön. Den Snack- und Salzautomaten haben wir dadurch gekriegt. 150 Kudosch und 20.000, naja gut, das Geld, 20.000, das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Habe ich den hier auf der Seite schon angebaut? Jetzt steht er da drin, so. Wenn wir hier noch einen in die Station rein, warte mal, wo können wir den denn hier unterbringen? Warte mal, den können wir doch hier unten unterbringen. Vielleicht an der Wand, oder? Geh mal weg da. Da ging er. So. Gut, da haben wir auch einen drin. Dann stellen wir hier noch einen in die Apotheke. Ne, das ist hier das... Ach, das ist das erweiterte Arztzimmer. Ach, die Apotheke ist hier und eine da. Na gut, die sind nebeneinander dann. Das passt aber. Gut, okay. So, dann haben wir ein paar Trinkbrunnen aufgebaut. Dann sollte das mit der Durstigkeit vielleicht eventuell nicht ganz so schlimm sein. 3/4 Million sollen wir jetzt haben wir schon. Wir sollen noch 30 Patienten heilen und dann sollen wir $400.000 verdienen. Für die nächste Geschichte. So, wir haben Sondermitteilung, das haben wir geschafft. 3 von 5 Patienten haben wir geheilt, naja, immerhin 3 von 5. Und dann haben wir das auch noch dazu gekriegt. Sehr schön, gibt es ein bisschen Geld extra oben drauf. Eine Beförderung, ja. Wir bieten mal so viel Geld, bis er dann ein bisschen glücklicher, ja. Befördern, noch eine Beförderung. Fachärztin zur Chefärztin. Oh. Sehr schön, aber kostet natürlich auch Schweinegeld, ne? Assistenzärztin zu Ärztin. Naja, gut. So, dann müssen wir gleich mal gucken, wer unsere Chefärztin ist. Denn es gibt nämlich die Möglichkeit, dass man dem Personal sagen kann, wo es arbeiten soll und wo nicht. Ah, so. Aufgabenzuweisung für das Personal. Genau, da ist das nämlich erklärt. Und dann macht nämlich Stella Heil, macht nämlich keine Diagnose mehr. Die macht nur die Entlausungsklinik. Ja, die ist hauptsächlich dafür zuständig. Entleuchtungsklinik. So, obwohl die Diagnose ganz gut kann. Don't forget your tip, ja, Doktor. Ja. Hier kann man das Gehalt generell anheben, ne? Wer denn da ein bisschen unzufrieden ist, aber momentan sind sie ja sehr zufrieden. Nach ihrer Beförderung. Sehr gut. So, also die Hauptärztin, die kümmert sich nur noch um die Entleuchtung und hier, der hat irgendwie das falsche Medikament geschluckt, da rennt er weg. Achso, ich wollte immer mal gucken, hier wegen... Haben wir denn einen? Hier mal einen Geisterjäger, sehr gut. Ah, brauchen wir jetzt auch. Dann nehmen wir hier Gertrude. Einstellen. Zack, los. Geisterjagen. Mit dem Staubsauger. Na, das ist ja toll. Alles klar, mit dem Staubsauger macht sie also die Geisterjagd. So, hier ist natürlich dann die Chefärztin dabei. Denke ich mir mal, dass hier die Chefärztin gerade drin sitzt. Nee, ist nicht die Chefärztin dabei. Okay, in die Ärztin. Mama, gucken wir mal. Dann werden wir auf jeden Fall bei den Ärzten, den beiden unteren, werden wir auf jeden Fall die Klinik untersagen. Nicht, dass sie da irgendeinen Blödsinn machen. So. Und bei den Krankenschwestern werden wir natürlich sagen, du bist auf jeden Fall eine Medikamentenmixerin. Da darfst du rein, hier darfst du nicht rein. Da darfst du nicht rein.
Der darf da nicht rein und da nicht rein. Warum war das das? Allgemeine Diagnose? Achso. Du kommst in die allgemeine Diagnose. Ja, du darfst das beides. Aber ich glaube, ich brauchte noch eine Schwester. Ich muss mal noch eine Schwester einstellen. Einstellen, Krankenpfleger. Oh, hier, guck mal, da mal richtig toll. Der kann alles. Einstellen. So, Personal. So. Also der kann wirklich alles, den können wir überall einteilen. Der kann überall mal hin. Genau, und die anderen, die lernen ja noch. So, kann ich jetzt eigentlich hier bereit für Weiterbildung? Ach, kann ich den hier weiterbilden? Wo kann ich den weiterbilden? Bereit für Weiterbildung. Gehalt prüfen, feuern, aufheben. Zurück an die Arbeit, Jobs. Wie kann ich dich weiterbilden? Bereit für Weiterbildung. Ja, aber wie geht denn das? Statistik? Gut, okay. Das muss ich nochmal rauskriegen. Aber vielleicht brauche ich da erst das nächste Krankenhaus, dass ich die Leute auch weiterbilden kann. So, wir haben hier unten noch eine Nachricht. Wegen Geistern. Wenn ein Patient stirbt, bleibt manchmal ein Teil von ihnen zurück. Traurigerweise der furchterregendste Teil. Okay. Das kann dazu führen, für jene von uns, die noch nicht mit ihrem, was, die noch an ihrem Leben festhalten, eine ziemlich erschreckende Erfahrung. Ah, okay. Außerdem sind Gespenster ziemlich schmuddelige Quälgeister. Sie hinterlassen nämlich eine Spur aus Elektroplasma. Ektoplasma. Sie haben außerdem die Angewohnheit, sich aufzulösen und anderswo wieder aufzutauchen. Wen rufst du dann natürlich? Einen Hausmeister, der mit Geisterjägerausbildung. Leute mit dieser Qualifikation sind mit den modernsten autopsychischen Geisterjägertechnologien vertraut. Was? Das ist ein Staubsauger. In Zukunft gelingt es uns, vielleicht sogar geistige Materie für unser Forschungsteam zu gewinnen. Okay, gut. Irgendwas hat hier unten noch gezippelt und gezippelt. Wissen wir mal nicht, was das ist. Gut. Aber wir werden also in der nächsten Folge wahrscheinlich feststellen, dass wir die nächste Krankenhausstufe erreicht haben. Ich verabschiede mich jetzt erstmal an dieser Stelle. Und da haben wir schon wieder ein Ableben zu beklagen. Das ist natürlich nicht gut. Also das mit dem, dass die Leute mir hier wegsterben, das ist nicht so gut. Was hat er denn gehabt, der hier stirbt jetzt? Ah, er zieht sich noch um zum Sterben. Bettengesicht. Also Bettengesicht, ich glaube, wir müssen da noch unbedingt forschen. Und hier haben wir noch ein helles Köpfchen. Notfall-helles Köpfchen. In der Umgebung ist es zum Ausbruch von Erleuchtung gekommen, woraufhin die Lichtverschmutzung in Oxport Rekordwert erreicht hat. Einige Patienten möchten sofort behandelt werden. Sollten sie erfolgreich behandeln, winkt uns eine Belohnung. Wollen sie die Patienten aufnehmen? Herausforderung. Heile 7 Patienten mit helles Köpfchen, Behandlungsraum, Erleuchtungsklinik 2 im Krankenhaus, Begrenzung 90 Tage. Ja, das möchten wir gerne. Gut. Wir haben jetzt also ein paar Notfälle aufgenommen und werden natürlich diese Notfälle noch behandeln und verarzten. Wir sehen uns morgen wieder. Das war eine Folge von Theme Hospital, hätte ich fast gesagt. Nein, es ist Two Point Hospital und jetzt werden ordentlich Glühbirnen rausgedreht. Und ich hoffe, dass dann auch ein paar eigentlich in diesen Raum gehen könnten, weil theoretisch ist das ja möglich. Wir haben 2 Räume davon. Wird schon schief gehen. Einmal eine Birne rausdrehen, jeder bringt 8000. Wenn das noch geht, das ist ja, bringt ja richtig Geld. Gut, also dann, bis morgen.